Die Black Wings Linz konnten in ihren letzten 5 Partien punkten und treffen heute auf ihren Lieblingsgegner in der Keine-Sorgen-Eis-Arena. Die Gäste haben nämlich bei 6 Versuchen noch nicht gewinnen können. Die Gäste, das sind die Bulldogs aus Dornbirn und die beendeten ihre 4 Spiele andauernde Niederlagenserie am Sonntag mit einem 5:1-Sieg gegen Innsbruck. Es ist ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und die erste zeigenswerte Aktion hat Dornbirn. James Arneal mit dem Pass und in der Mitte Martin Grabherr-Meyer, aber Michael Usas ist zur Stelle. Dann mal auf der anderen Seite Stefan Gaffal, stört er gut und dann kommt Oliver Latendresse zum Schuss, doch Florian Ardi kann die Chance vereiteln. Dann nochmal dieselbe Linie um Oberkofler, Latendresse und Gaffal. Hier Oliver Latendresse an der Scheibe zu Stefan Gaffal, aber mit letzten Einsatz rettet hier Kevin Makeczynski für seinen Torhüter Florian Ardi. Ja, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Von den Schüssen her hat sogar Dornbirn die Oberhand, 14:10. Doch hier ist wieder Linz am Drücker. Nämlich Rob Heisi war es, aber wieder Florian Ardi. Wir machen einen Sprung ins zweite Drittel. Powerplay für Linz. Und da sind sie ja ligaweit die Stärksten. Aber hier scheitert Andrew Kosek großteils an sich selber. Verliert er die Scheibe. Der Konter über Zagrapan. Aber dem pflückt Michael Usas elegant. Dann eine unschöne Szene. Ben da Silva checkt hier Marek Zagrapan am Kopf. Bekommt er natürlich 5 Minuten inklusive Matchstrafe. Marek Zagrapan kann nicht mehr weitermachen. Kurz darauf bekommt auch noch Robert Lukas 2 Minuten für hohen Stock und somit heißt es 5:3. Und da ist jetzt Dauerdruck für das Gehäuse von Michael Usas. Die Linzer sind im Penalty Killing die stärksten mit einer Effizienz von 92,6, aber 5:3, das ist natürlich etwas ganz anderes. Sie versuchen es immer wieder, die Dornbirner. Da brennt es gehörig da hinten. Dann ist Kyle Greentree, spielt er den Pass auf James Arneal und der zieht ab und trifft zur Führung für die Dornbirner. Nach 34 Minuten steht somit 1:0 für die Gäste. Und mit diesem Zwischenstand geht es auch in die zweite Pause. Die Linzer schütteln sich ab und kommen im dritten Drittel wieder. Über Fabio Hofer, aber wieder ist Florian Ardi zur Stelle und macht die Chance zunichte. 47. Minute, wieder Powerplay für Dornbirn. Und da spielen sie dann ganz fein. Und Metzidal schließt ab nach Pass von James Arneal, sein 5. Treffer in dieser Saison, zum 2:0 nach 47 Minuten. 3 Minuten noch zu spielen und die Linzer etwas fahrlässig. Schlechter Wechsel hier und somit kommt Stefan Häusle zur Scheibe. Scheibe ist frei und da ist Nicolas Patrick zum 3:0. Nach 57 Minuten. Erster Assist von Stefan Häusle. Getroffen hat er ja schon in der zweiten Runde auswärts bei den Capitals. Hier nochmal Pech für die Linzer in dieser Situation, dass da die Scheibe direkt vors Tor nochmal runterspringt. Ja, Schlussphase. Nochmal eine Chance für die Black Wings. Sebastian Pichet versucht er mit aller Kraft die Scheibe im Drittel zu halten und schafft es auch, aber seinen Schuss pflückt Florian Ardi herunter und feiert sein erstes Shutout und die Dornbirner feiern den ersten Sieg in der Keine-Sorgen-Eis-Arena. Die Special Teams haben entschieden. Sie hatten 3 Powerplays früh im Spiel und wir konnten gut dagegen halten. Und auf der anderen Seite hat unser Powerplay funktioniert und wir haben 2 Tore draus gemacht. Der Wille hat entschieden, wir haben einen Center verloren, Zagrapan musste genäht werden. Eigentlich haben wir ein ganzes Drittel mit nur 2 Centern gespielt. Das haben wir klug gemacht. Und
Wir haben heute den Kampf der Special Teams verloren. Sie haben zwei Powerplay-Tore gemacht und wir haben einige Chancen im Powerplay ausgelassen. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat uns das Powerplay etwas im Stich gelassen.